Mein Name ist Sabine Stauch. Ich bin Angestellte der Buchhandlung Vatterott und bin heute im Rahmen des 29. Bücherfrühlings hier im Gulfhaus. Heute findet die erste Veranstaltung statt mit den Komplizen. Es wird Jim Knopf geboten mit einem Figurentheater. Eine wundervolle Inszenierung. Durch so eine Veranstaltung wird den Kindern einfach auch ein Buch nahegebracht, wo man dann zu Hause im Nachhinein einfach nochmal nachlesen kann und was einfach auch das Interesse der Kinder an diesen Figuren in dem Buch weckt. So eine Veranstaltung wie im Bücherfrühling kann die Kinder gut animieren zu lesen. Allerdings sind auch Vorarbeiten, Grundlagen durch Eltern, Erzieher und erwachsene Menschen im Umfeld der Kinder notwendig. Wenn da nicht gelesen wird, kommen die Kinder da nicht ran. Es ist wichtig, mit den Kindern so früh wie möglich Bücher vorzulesen, Bücher zu erfahren, Bücher greifbar zu machen, um das Interesse auch nachhaltig bei den Kindern zu wecken. Ja, ich bin Ulrich Schulz vom Komplizen Figurentheater aus Hannover. Ich habe hier heute den Bücherfrühling in Vechta eröffnet mit dem Stück Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Sagt, wie heißt ihr eigentlich? Mein Name ist Lukas. Ich bin Dampflokomotivführer und das ist mein bester Freund Jim Knopf. Auch Lokomotivführer. Angenehm, ihr zwei. Ich heiße Sursula Pitschi und bin die Tochter des werten Meereskönigs Lormoran.